Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Ah, ich setze mich gerade mal anders hin. Herzlich willkommen zurück zu Dead in Bermuda, sponsored by Gamesplay natürlich weiterhin. In der Beschreibung ist der Link, wo ihr es dort kaufen könnt. Da ist es zum Zeitpunkt der Aufnahme noch im Angebot. Ob es das mittlerweile immer noch ist, kann ich nicht sagen. So, wir haben alles getan, wir haben alle einsortiert. Dann next. Nexty Popexty. Die bauen jetzt gerade hier unseren Hunting Bow, dass wir nicht nur Fisch, sondern auch Fleisch kriegen. Oh. Sind das nicht Mama und Papa, wollte ich gerade sagen? Vater und Tochter? Naja. Wie viele Fische? 8. Sehr schön. Okay, den hauen wir gleich direkt wieder raus. Wir müssen mehr seine Depression runterkriegen. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Okay. Das heißt, du gehst wieder hier hin. Du gehst hier hin. Du gehst mal mit ihm reden. Ihr versteht euch nicht so gut, aber eure Effizienz zusammen ist nicht schlecht. Die ist nicht schlecht, Leute. Du brauchst eigentlich auch nicht weitermachen. Du kannst dafür craften. Ich habe ja gesagt, er kommt dann nachmittags hin zum Craften. Weil abends Fische fangen, da habe ich die verkommen vielleicht. Und so haben wir erstmal wieder 6 Stück. So, Alejandro geht weiter erforschen. Das ist gut. Unser Feuer. Na. Oh, wir müssen auf jeden Fall morgen wieder jemanden. Oder wir müssen heute eigentlich noch jemanden zum Gathern schicken. Aber du brauchst jemanden zum Reden. Scheiße. Okay, warte. Kannst sie bestimmt besser als 32. Machen wir es so rum. Ja, machen wir so rum. So, kein Particular Focus. Okay. Wir brauchen auch wieder Holz. Wir brauchen natürlich alles wieder. Ein Stärke dazu bekommen. Sehr schön. Und die verstehen sich. Das ist gut. Männerfreundschaft. Hey, wir haben schon über 3 Wochen überlebt. Und 6 leckere Essen. Mann, du bist einfach die beste Köchin, die es gibt, Alice. Alice, du bist es einfach. Wir müssen seine Depression dringend weiter runterkriegen. Das ist natürlich scheiße, dass der beim Fischen so viel Depression kriegt. 3 Holz, 1 Stein, 2 Seil. Sehr schön. Hast du es geschafft, den Rest zu erforschen? Sehr gut, sehr gut. Ich habe gerade das Gefühl, es läuft. Ich habe gerade echt das Gefühl, es läuft gut. Wie hat sie gesprochen? Ja, gelispelt, glaube ich. I noticed you were limping these past few days. Are you alright? I'm fine. Let me see. Don't touch me, woman! Well, calm down. I just wanted to help. Help yourself, leave me alone. I don't want you to practice your voodoo on me. My what? Oh, I see. Go to hell then. Toll. Okay, bei ihm müsst ihr morgen was gegen Injury tun, dringend. Guckt euch unser Essen an. Okay, erstmal verfüttern wir das Kleine, damit das nicht ganz verkommt hier. So, und jetzt noch hier für den großen Hunger. Na, okay, ihr zwei noch. So, und du kriegst noch ein bisschen Obst. So. Okay. 3 sind zu okay. 3 sind zu okay im Essen geworden, wollte ich damit sagen. So, du brauchst was gegen deine Injury. So, dann geht's ja gleich wieder besser, nicht wahr? Aber gegen Sickness kriegst du auch noch was. So, komm, damit die hier, ne? So, Alice. Ich würde sagen, wir lassen Bob jetzt mal. Oh Gott, der ist auch so depressiv. Aber wir müssen fischen, es tut mir leid, wir müssen fischen. Ich muss nachher mal mehr dahin setzen, die sich mal ein bisschen mehr unterhalten können. So, wo waren wir? Da waren wir. Eine Wooden Crate, die durchsuchen wir erstmal mit Alejandro. Nein, Alejandro. Eine Schlange! You pry open the crate and search for something useful. 4 Kaffee, einmal Gewürze, 3 medizinische Pflanzen. Sehr gut. Dann holen wir noch das Holz raus. Macht auch Alejandro.
Schon wieder eine Schlange, schon wieder eine Schlange. Sehr schön. You start breaking the crate and scavenging the planks. Nochmal 3 Holz und einen Nagel und eine Stärke. Sehr schön. Jetzt ist er natürlich ziemlich am Arsch. Das heißt, du gehst hier erforschen, du gehst dich ausruhen. So, 31, 40, okay, du gehst gathern, weil wir vor allen Dingen Holz brauchen für das Lagerfeuer, damit das intakt bleibt. Das muss er nämlich mal wieder ein bisschen anfeuern hier. So. Ja, du musst gerade nichts kochen. Das heißt, du könntest dich eigentlich ausruhen, würde ich sagen. Nee. Warte. Ihr drei haltet mal einen Smalltalk. Und du machst hier ein bisschen weiter. Du kannst das zwar nicht, aber da kommen wir jetzt ein bisschen voran. Okay. Ein Crafting dazu bekommen. Und ein paar Prozent hat es eben geschafft und ist ein bisschen stärker geworden. Ist aber ziemlich erschöpft dadurch, na klar. Sie kriegt immer mehr Discussion hinzu, wo sie doch schon so super diskutieren kann. Hunting Skill progresses slower, okay. Und die mögen sich nicht. Die beiden mögen ihn weniger, als er sie nicht mag. 6 Fische, okay. Wir brauchen diesen Hunting-Dings, damit die Depression nicht immer hochgeht beim Angeln. Das ist halt, ist vielleicht realistisch, weil man halt viel nachdenken kann und so. Aber ist trotzdem blöd. So, du gehst kochen. Ihr geht reden gegen eure Depression. Du gehst schlafen. Muss leider sein. Dafür kannst du erforschen. Vielleicht schaffen wir dann noch so ein Ding heute Abend zu erforschen. Und du gehst auch schlafen. Alejandro geht lieber auch schlafen. Die sind alle nur depressiv. Vor allen Dingen er. Okay. 3 Fische werden zu leckerem Essen, okay? Und 3 Fische werden zu normalem Essen. Das ist okay. Das ist okay. Wieder sehr beweglich geworden beim Essen. Machen. Er hat ein Discussion dazu bekommen, das ist sehr gut. Strong will. Depression increases slower. Yes! Sehr gut. Sehr gut. Die Männerrunde hat sich ja gut verstanden da. Und die haben auch Spaß gehabt, die drei. So, Junge wurde erforscht. Perfekt. Und noch ein Level up. Okay, jetzt geht es erstmal wieder ans allabendliche Essen verteilen. Look, Alejandro. I found some interesting things in this book. What is it? The Book of Greek Myths. Nice. We all need something to clear our minds or we'll get crazy. We'll all get crazy soon. Ah, but no, well, Lou. Myself, I hope I'll manage to repair a guitar someday, if these hands can still play something. No, you didn't understand. What, you play guitar? So cool. I always wanted to learn to play, but mom insisted on piano. I'll teach you, I promise. You see, it's easy. Good night. Ah, cool. You teach me. Maybe you will gently take my hand and move it on the French board. Oh God, what am I thinking about? Stop that right now, stupid girl. What did I want to show him? Shoot, I can't think straight anymore. Pff, let's go to bed. Can't do anything good anymore today. Ey, Depression ist runtergegangen bei beiden. Sehr gut. Und Iliana ist verliebt in Alejandro. Iliana liebt Alejandro. Iliana liebt Alejandro. Hör auf, den anzustecken hier. Glaub, es spinnt. So. Essen fassen. Miracoli ist fertig. So, Iliana, du hier bist zwar verliebt, aber kannst trotzdem mal viel essen. Ja, komm. 3 wurden zu normalem Essen, okay. Kann man, glaube ich, mit leben. So, wie sieht es aus? Du gehst angeln. Hatte jemand... Wer hat den Level Up? Sie hier, ne? Ja. Sie hatte ein Level Up. Und bekommt dazu... Exploration und Scavenging. 2 haben wir noch. Stealth.
So. Juri geht craften. Für dich haben wir noch Gewürzchen bekommen. Plus 5 Cooking. So. Ach ja, wir haben ja auch noch Kaffee. So, Discussion brauchst du auf gar keinen Fall irgendwas. Cooking, aber dafür umso mehr. So, ihr pennt da. Wie sieht's mit dem Wasser aus? Machen wir ein bisschen Wasser dabei. Kann ja nicht schaden. So, was haben wir denn hier erforscht? Huge creepy guy. Inspect. A large guy is lying down on an enormous pile of grapes. Thankfully, you can't focus too much on the creepy guy's smile as he invites you to approach him. You only hear your stomach screaming in your head and start drooling at the amount of food he stocked. Okay. Erstmal mit ihm reden. Alice. Alice? Fighting und Stealth sind hier wichtig. Relevant Data. Und dann Julia. The huge creepy guy is waving at you to come near him with an inviting yet uneasy smile. Are you Johnny? You ask, and as you say these words, he freezes. He stares deeply into the void, agony creeping on his face. And as abruptly as he shut down, he recovers his gaping smile and starts yelling, But of course! Sorry, my friends, I didn't see you earlier. This party was way too crowded and some of them don't belong here, if you know what I mean. His exaggerated wink makes you all the more uncomfortable. But well, you didn't come to my house to hear me rambling. What can I do for you, my friend? Do you know something about a prophecy? A prophecy, you say? I may know something about that. It's not really something to discuss in the middle of a party, though. That's a serious matter, very serious. Pieces of information on that would be very valuable to you, isn't it? His smile turned to predatory. I could tell you what I know about the prophecy, but in exchange for something, a tiny something, don't be afraid, I invited you to my house, so you certainly could return the favor, isn't it? I want you to cook for me the best meal you could do. That's what friends do each other in any way. Come on, show me some love. Bring a tasty meal to... Yeah, here. You give a tasty meal to Johnny, his face beaming with joy. He looks like a child with a new toy. You never saw someone eat as dirty as him, half of the food falling into his belly skin folds. For later muse, maybe. So, können wir jetzt nochmal mit ihm reden? Vielleicht diesmal mit Alice? Johnny is stuffing his face while you ask him again about the prophecy. Oh, yes, yes, the prophecy. Serious business, is it? There is a certain prophecy. I don't know the details, but I do know the rewards. It is said that the one who is to accomplish the prophecy will deliver us from all evil and will be granted freedom. That's an old saying, so it must be true. There should be someone around who knows the specifics. I'm no scholar myself. Who? Where? That's an old serious question, this one, my friend. He winks again. And I'm feeling terribly bored by your seriousness. He's still smiling, but he sends a terrible threat in his eyes. I'll tell you, but this time I want to eat something new, something wild, something entertaining, a meal worthy of more than a king. I'm sure you can find it in the jungle around here. He winks. Find a meal worthy of more than a king. Können wir irgendwas suchen? Mit Julia? Oh. Ein Ziegenbock! Looking carefully into the pile of ribs, you notice some humanoid bones. They are pure white, as if they had been sucked like lollipops. Aber mit 8 Früchte und einem Skull. Na ja, gut, okay. Huch. Okay, da haben wir jetzt ein Essen, ich will nicht sagen verschwendet, aber weggegeben. Du müsstest dich eigentlich erholen. Warte mal, dafür... Kannst du... Warte mal, du kannst doch craften gehen mit Juri. Was haben wir für eine Effizienz? 1,3, das ist gut. Du bist immer noch ein bisschen erschöpft. So, ihr drei Mädels könnt da pennen. Keiner erforscht. Obwohl doch, du tust was anderes Nützliches. Und zwar, du erforschst. Okay, nexti Popexti. Wie sieht's aus? 69%. Okay, Juri muss sich auch bald wieder erholen. Aber die zwei verstehen sich, das ist schön.
Suka, die drei auch. Wie viele Fische kriegen wir zusammen? 9! Nice. Und seine Depression geht echt langsamer hoch. Hat man gerade schon gesehen, wie langsam die Zahlen hochgehen im Gegensatz zu Bob. Das ist schon sehr gut. Oh, und sie schafft den ganzen... Oh, geil. Dafür gehst du jetzt direkt kochen. Frau erstmal wieder an den Herd. So, zack. Zack. Will einer von euch mitreden? Wie sieht's denn aus hier mit Discussion? 42. 57. Okay, ich würde sagen, du gehst mitreden. Du gehst mal erforschen. Dafür gehst du pennen. Du kannst eigentlich auch irgendwas tun. 17, 11. Okay, warte mal. 21. Du gehst mit craften. Du bleibst schön da. Du kriegst einen Kaffee. Warte, wollen wir schon Kaffee geben? Wir geben dir jetzt endlich mal diesen blöden Ring. So. Du kannst ein bisschen Soy Sprouts essen. Kaffee, okay. So, wir haben noch was Neues erforscht. Mushroom Circle, ein Pilzkreis. Inspecten. Some beautiful mushrooms aligned in a perfect circle. You resist the urge to immediately pick them up. Maybe some of them aren't edible. Ja, ich würde da auch eigentlich nichts von essen. Hier, Knowledge. Du weißt bestimmt, ob man die essen kann oder nicht. Stealth? Nice! You pick up the mushrooms that you think are edible, but it's hard to tell them apart. 2 happy mushrooms. Und 5... Oh, 5 Mehl! 5 Mehl! Fuck yes, 5 Mehl! Danke, Iliana, danke, Iliana, danke, Iliana. Okay. Wollen wir craften oder... Ich glaube, wir gehen lieber gathern, alles mal. Okay, wir haben noch mehrere Ziele, oder? Na, egal. Okay, dann mal los. Oh, morgen könnte es fertig werden. Wenn Juri und oder Bob wieder mit... Wenn Bob vor allem mitcraften kann. Oh, nur 3 zu leckerem Essen und 6 zu normalem Essen. Was ist los mit dir, Alice? Du hast doch einen schönen Ehering bekommen. Der ist zwar verflucht, aber trotzdem schön. Vielleicht mal gucken, was die Happy Mushrooms machen. Habe ich ganz vergessen zu gucken. Hunter. Oh, super, er ist Hunter. Da muss... Okay. Das ist gut. Das ist gut. Super, er hat es wieder erholt. Das heißt, er kann morgen weiter craften. Da haben wir noch ein bisschen Holz, Steine, Seile und medizinische Pflanzen. Dafür ist sie ziemlich am Arsch, aber das macht ja nichts. We met another weirdo. I fear we'll only find lunatics on this island. He winked at me. I don't want to go anywhere near him anymore. He seemed to know about the prophecy, though. You see, I told you. I'm sure there's something to dig up here. He's even larger than Bob. He must have access to a lot of food resources somehow. You know my stand on that. Capture him, make him talk, and take all his resources. No, no way. It's true that even a portion of this food would mean a lot to us. I can't accept that. I want to be able to look myself in the mirror when we get back home. No robbing. If we get back home. Alejandro mag Jakob nicht, Jakob mag Alejandro nicht. Depression ist überall hochgegangen. Super, danke dafür. Blöden. Okay. 72, 64. Ich möchte die alle in gelben Bereich kriegen, wenn es irgendwie geht. Genau so, obwohl... Ja, das macht mehr Sinn, die jetzt zu verfüttern. Als darauf zu warten, dass sie zu sowas werden, weil dann sind die echt für den Arsch. So, wer ist noch am hungrigsten? Iliana. Die hat noch gar nichts gekriegt. Die verliebte Iliana. Und 2 sind zu normalem Meal geworden, das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Zu gleichmäßig weh. Deine Depression muss mal runtergehen, Alter. Warte mal. Was macht das? 20 Depression weniger?
So, noch einen Kaffee hinterher. Zum Hinterherspülen. So, ihr zwei geht wieder fischen. Du gehst craften, auch wenn ihr alles sich gerade dreht. So, du gehst hier reden. Du hast erstmal ein Level up. Liebe Iliana. Kriegst mal ein bisschen Discussion. Warum ist sie denn so gut im Stealthen, ey? Und so Agility. Ach, Agility, dann sind die weniger, dann werden die weniger fatigued, wenn sie Essen machen. Aha. Ist ja cool. Kriegst noch ein bisschen Stealth oben drauf, komm. So. Du kannst hier mal mitreden. Was mit dir? Was hast du? Depression hat er. Komm hier, iss ein Pilz. Oh, du brauchst was gegen Sickness. Du bist echt mega krank. Du isst jetzt alle unsere medizinischen Pflanzen hier. Vielleicht fokussieren wir da mal ein bisschen auf Medizin. Ihr beide geht angeln. Du bist auch so sick, ne? Tut mir sehr leid. Okay, next klicken wir in der nächsten Folge. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Dead in Bermuda. Wir sind bald bei Tag 30. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut. Euer Rainbow Happy. Tschüsschen.